Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Surviving Mars mit dem Space Race DLC. Ich habe ja am Ende der letzten Folge gesagt, wir müssten mal überlegen, ob wir nicht noch eine zweite Kuppel bauen und dann auch eine große. Research complete. Zum Beispiel haben wir jetzt auch die marsianische Bildung, die sichert uns hier. Warte mal, wir haben allgemeine Ausbildung. Das pusht die ohne Spezialisierung. Wir haben. Ja, wir können jetzt Universität bauen. Bildet Wissenschaftler, Geologen, Botaniker, Mediziner, Ingenieure und Sicherheitsoffiziere aus. Entsprechend nach dem Bedarf, den wir haben. Das ist ziemlich geil, muss man sagen. So. Die Frage ist, was wir noch als nächstes in die Forschung packen. Netzwerkknoten. Erhöht die Forschungsleistung aller Forschungslabore und Hawking Institute in der Kuppel. In der Kuppel. Das ist ein Kuppelgebäude. Extraktoren-Upgrade. Betanker, Extraktoren plus 30% Produktion, solange das Gebäude mit dem Treibstoff versorgt wird. Okay. Fabrik-KI, Raffinerien und Fabrik-Upgrades plus 20%. Vielleicht erstmal das automatisierte Lager forschen. Das ist so eine grundlegende Sache. So, hier ist eine Kuppelforschung. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja schon die Monsterkuppeln geforscht. Von daher. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, schließen Universitäten und Sanatorien schneller ab und haben eine höhere Chance, in Schulen Stärken zu erhalten. Okay. Jo, packen wir auch noch mit rein. Wir haben relativ viel Geld. Wir könnten eigentlich auch nochmal. Okay, ich darf keine Forschung auslagern. Naja, dann. Also der Punkt ist jetzt. Erstmal müssen wir ihn hier zurückschaffen. Der ist voll mit Eisen. Der Punkt ist ja. Wir haben hier ein tiefes Eisenvorkommen. Oder Metallvorkommen. Wir haben hier Wasser zweimal 20.000 und hier nochmal 10.000 und zur Not hier unten ein tiefes Wasservorkommen. Also wir sind hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Jetzt muss ich mal gucken, Kuppeln. Wir können ja wie gesagt die Megakuppeln jetzt schon bauen. Tatsächlich haben wir da das Problem. Na, obwohl, wir könnten sie dahin bauen. Damit decken wir das Eisenvorkommen und auch parallel nochmal das, das tiefe Geldvorkommen ab. Na, das ist auf jeden Fall praktisch. Die Frage ist jetzt, ob wir sie an der Position mit der anderen Kuppel verbinden können. Ich weiß nämlich nicht, wie weit die Verbinder reichen. Verbindet nahe Kuppeln sowie deren Strom- und Lebenserhaltungsnetze. Durchgänger müssen auf einem leeren Feld innerhalb der Kuppel beginnen und enden. Die Kolonisten können in Kuppeln arbeiten und deren Service nutzen, die über Durchgänge direkt mit der Kuppel verbunden sind, in der sie wohnen. Ich würde gerne mal wissen. Sector scanned. Anomaly found. Okay, das ist scheinbar die maximale Reichweite. Obwohl, blockieren, das gibt keine Kuppel. Okay. Das wird nämlich knapp. So, wir haben eine Anomalie gefunden. Wo ist die denn? Ah, hier. Hier sind. Ah! Guckt euch das mal an, die ganzen Forschungssachen, die hier sind. So, Megakuppel. Lass uns das nochmal angucken. Also geil wäre irgendwie so dahin. Dafür müssten wir Lager ohne Schaltungsgang werden nicht von der. Okay. Okay. Da müssen wir ein bisschen umbauen. Ich will einfach sicher gehen, dass wir die. Hat
der überhaupt so viel Reichweite? Ja, okay. Ich will einfach nur sicher gehen, dass wir die beiden Kuppeln halt miteinander verbinden können. So. Und dann würde ich das gerne ausschlachten. Ausschlachten. Der Punkt ist jetzt, dass wir natürlich den ganzen Abfall auch da wegtransportieren müssen. Das dauert jetzt. Das dauert jetzt richtig. Anomaly analyzed. The anomaly turned out to be one of the most well-preserved asteroid impacts in our area. No geologist could ever put a price on it. Okay, diese Anomalie hat sich als einer der womöglich am besten erhaltenen Asteroid-Einschlagstellen innerhalb unserer Reichweite auf dem Mars herausgestellt. Die Daten sind für einen Exogeologen unbezahlbar. Wissenschaftler auf der Erde interessieren sich schon lange für die Auswirkungen uralter Asteroideneinschläge auf das Klima und die Geologie des Mars. Es gab schon einige Missionen, die Daten zu diesem uralten Ereignis sammeln sollten. Doch alle Landeversuche sind gescheitert, als ob der rote Planet etwas verheimlichen will. Erst Generationen später schaffte es ein Team aus Wissenschaftlern, das Geheimnis vor Ort zu lüften. Die gesammelten Daten bieten genug Forschungsmaterial, um unsere Kollegen auf der Erde jahrelang zu beschäftigen. Vielleicht finden wir heraus, ob der Kern des Mars gelöscht wurde oder selbst abgestorben ist. Dann wären wir wirklich imstande, das Schicksal unserer Heimatwelt vorauszusagen. Wir erhalten 800 Millionen Geld und 3000 Forschungslämpchen. Einfach so. Research complete. Geil. Hilfreiche Gemeinschaft. Verliert die Gefahr, dass Kolonisten nach Nervenzusammenbrüchen Schwächen entwickeln. Cool. Ja, nice. Ja, mixe nice. So, die transportieren jetzt den ganzen Müll hier rüber. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich lagere am besten alles aus. So, dann müssen wir die Rohre anders legen. Also ich will halt versuchen, die Kuppel so nah wie möglich hier dran zu bringen. So, dafür brauchen wir auch... okay. Selbst... da hat jemand Selbstmord begangen. Und das war ein Botaniker. Oh, shit. Das ist natürlich jetzt ungeil. Wir kriegen ja gerade ein bisschen Probleme, muss ich zugeben. Lass uns mal gucken. Ich kann das Ding halt echt nicht drehen. Wir können da eins hinsetzen. Und da und da. Sektor scanned. Nichts gefunden. Corinna Zahn hat Selbstmord begangen. Ich verstehe gerade nicht, warum die Drohnen so wenig machen. Jetzt sind sie angeblich überlastet. Die sind überlastet, aber warum sind die es nicht? Das verstehe ich nicht. Die machen nichts. Obwohl, sie machen ja schon was. Sie bauen die Dinger hier. So, dann können wir das eigentlich... ausschlachten, ausschlachten, ausschlachten. So, das mal abbauen. Stromnetz durchtrennt. Ja. Das ist halt jetzt ein Prozess, der nicht von hier auf nachher geht, das ist klar. So, in der Zwischenzeit können wir ja... ganz ehrlich, fahr du mal hier hoch und lass die Drohnen da. Weil, da unten brauchen wir überhaupt nicht so viel Drohnen. Die brauchen wir da einfach nicht. Ist das jetzt hier ausgeschlachtet? Ja, dann reiß es ab. Ja, mein Plan ist dann, die Rohre hier lang zu legen.
So, und er hier, wie viele Drohnen hat er denn am Start? 2, 3, 4. 4 Drohnen, ey. So. Machen wir mal 2 dahin. So, Sektor scannt. Wir stellen den einfach mal da oben hin. Einfach um die Sendeleistung da oben ein bisschen noch zu erhöhen. Wir machen jetzt 1,2k Forschungslämpchen. Wir können das aber auch nochmal pushen. 200 nur ausgelagert. Darf ich nicht mehr auslagern. Boah. Na gut, dann forschen wir einfach weiter. Drohendruck brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. Das hilft uns jetzt so indirekt ein bisschen weiter. Lagerkapazität vom Wassersauerstoff und Strom um 50% erhöht. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Forschung. Das sind jetzt alles Forschungen, die uns ein bisschen indirekt helfen. Trotzdem muss ich zugeben, dass mir das hier mit den Drohnen, also der Transport von dem Müll gerade zu lange dauert. Hier ist noch ein Transporter, der... Oh, da ist gerade ein... Na, das haben wir gleich mein. So, wie ist hier die Lage? Wir müssten noch einen weiteren Transporter zur Verfügung haben, oder? Der sammelt? Wo ist der andere? Ach, der sammelt auch. Okay, gut. Okay. This is Free Earth Radio with me, Jamie Holland, your host on the air. I'll give you million-dollar tunes that are just too good to be true. Errungenschaft, ein besserer Planet. Okay, was haben wir da jetzt gemacht? Hallo? Ich würde mir die gerne angucken, die Errungenschaft. Verfüge über einen Kolonisten mit Heimweh, der sich entschlossen hat, auf dem Mars zu bleiben. Yay! Wir haben es geschafft, ihn zu überzeugen. Naja, immerhin. Dann behalten wir den Botaniker. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Wenn jetzt hier der Müll einfach mal ein bisschen schneller abtransportiert werden würde, wäre das auch schon ganz geil. Dann können wir uns aber vielleicht in der Zwischenzeit mal anschauen, ob wir die Rohre... Ach, guck mal, das können wir sogar schon machen. Drohnen sind überlastet. Ach, halt doch die Klappe. So. Dann bauen wir da die Rohre lang. Dann können wir die hier nämlich abreißen. Hier ist ein Transporter voll mit Le Metall. Hatten wir nicht noch ein Metalllager gebaut? Ach, das ist auch schon wieder fast voll. Fuck! Die große Kuppel, was kostet die denn? 200 Metall. Naja, da wird ein bisschen was weggehen auf jeden Fall. Das ist gut. Ansonsten, er... Und der andere... Hat gerade auch nichts weiter zu tun. Dann machen wir hier weiter, bitte. Neues Handelsangebot. Ach, jetzt bieten sie schon 110 Nahrung. Ja, Sektor scanned. Könnte man machen. So, die Rohre sind... Ach, die werden gar nicht ausgeschlachtet, die... Was? Lebenserhaltungsnetze getrennt? Quatsch. Ja, aber da ist doch keiner, der Lebenserhaltung braucht. Entspannt euch doch mal. Ich habe doch jetzt nichts getan, was irgendwie schlimm wäre. Läuft halt jetzt über die Rohrverbindung. Alles gut, Mensch. Oh Gott, das dauert ewig. Aber wir können jetzt auf jeden Fall mal gucken, die Megakuppel. So könnte man sie bauen.
Ich glaube, das wird er auch mit dem... Wir könnten sie sogar so bauen. Das müsste eigentlich reichen. Keine Kabelverbindung. Ich bete jetzt einfach zu Gott, dass das reicht. Sector scan. Warte mal. Wir setzen mal Kuppeltest. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und jetzt, so, wie war das jetzt? So. Puh. Das wird spannend. Das wird spannend. Denn jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Jetzt werden unsere Drohnen hier gut ausgelastet. Jetzt müssen sie erstmal den Dreck da wegschaffen. So, in der Zwischenzeit kann der nochmal hier oben den Treibstoff holen. Wir müssen irgendwann Transportrouten einrichten. Das hat leider im Stream damals nicht so richtig funktioniert, wie ich das wollte. Ich hoffe, dass wir das hier besser hinkriegen. So, der holt das jetzt. Der ist voll... Déjà-vu. So, der muss noch ein bisschen Metall sammeln. Wo ist da noch welches? Bist du Metall? Du bist Metall. Die Drohnen sind überlastet. Ja, ja, ja. So, und er ist aber voll. Das ist auch ein scheiß Deal. 50 Eisen und dafür kriegst du 93 Beton. Das macht doch keine Sau. Da überlege ich lieber nochmal das Eisen gegen die... nochmal Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch Rain Man. Nach einem schweren metallen Trauma durch einen Nervenzusammenbruch hat sich die Persönlichkeit eines Kolonisten komplett verändert. Okay. Benedicta Schumacher hat eine seltene Krankheit namens Savant-Syndrom entwickelt. Es ist nur wenig über ihre Auswirkungen bekannt, aber wir wissen nur, dass Benedicta Schumacher eine unglaubliche Begabung für Berechnungen aufweist. Leider schlummert diese Fähigkeit in betroffenen Kolonisten und sie zu wecken, würde einen beträchtlichen Aufwand für uns bedeuten. Problem gestresst. Keine Eigenschaften. Dafür sorgen, dass Benedicta schon mal richtig eingesetzt wird, ja. Und sie hat keine Besonnenheit. Arbeitet während der Nachtstunden, hat außerhalb der Kugel arbeitet, gut erholt, arbeitet während der Nachtstunden. Repräsentiert die geistige Verfassung, verringert sich durch eine hohe Auslastung, den Aufenthalt in Außengebäuden, sonnenlose Stunden, den Tod eines Kolonisten, der am selben Wohnort gelebt hat oder verschiedene marsianische Katastrophen. Regeneriert sich durch das Ausruhen im eigenen Zuhause und den Besuch bestimmter Servicegebäude. Okay. Haben wir nicht genug von den scheiß Servicegebäuden? Es wirkt etwas so. Sector scanned. Anomaly found. Oh, sehr gut. Eine Anomalie wieder gefunden. Wo ist die? Die müsste irgendwo... Ach, dort ist die. Okay. So, hier haben wir jemanden, der ist voll mit Treibstoff. So, haben die mal angefangen? Ne, haben sie nicht. Polymere 119. Wir müssten dann auch demnächst mal noch eine Frachtrakete holen. Mit Polymeren und vielleicht ein bisschen elektronischen Geräten auch. Weil wir müssen ja auch Stuff bauen. Also von daher, mach mal Rakete. Also was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Polymere, wenn wir sie gerade selber herstellen. Aber wir verbrauchen genauso viel, wie wir herstellen und verbrauchen eigentlich noch mehr durch die Wartung. Also von daher müssen wir uns welche holen. Und auch ein bisschen, also auf jeden Fall elektronische Geräte und ein bisschen Maschinenteile. So, also. Polymere. Maschinenteile. Ein paar. Aber elektronische Teile auf jeden Fall mehr. Oh, die elektronischen Teile sind richtig teuer. Richtig teuer sind die.
Ja, nützt nichts. Müssen wir jetzt durch? Wir haben ja im Moment, also wir hatten ein bisschen Geld. Oh, dass die immer noch damit beschäftigt sind, diesen Müll da wegzuräumen. Das nervt ein bisschen. Wir hätten da noch mehr Drohnen dort lassen sollen. Das ist ein bisschen Panne gerade, muss ich zugeben. Perfect day at the beach, ja, wow. Wir können ja Drohnen noch nicht selber herstellen, deswegen... Ja. Kacki Pupacki gerade. Da müssen wir jetzt... Da müssen wir durch, das dauert halt einfach. Wir haben 30 freie Arbeitsplätze. Buhu. Eigentlich, weißt du was? Welche Drohnen gehören denn zu dir? Sector scanned. Wie viel kann das Ding verwalten? 18. So, das heißt, er dürfte jetzt keine Drohnen mehr haben. Genau. Dementsprechend können wir den mal mit... hier hinstellen, um einfach dort nochmal die Geschwindigkeit für die Sektorenforschung oder ja, Freischaltung quasi zu erhöhen. Was machen unsere Transporttypen eigentlich? Der macht gerade gar nichts. Du könntest mal hier runtergehen und Beton holen. Du eigentlich auch. Anomaly analyzed. Neue Technologien können erforscht werden. Welche denn? There's more to the barren environs of the red planet. Verhaltensbezogene Verschmelzung, Fusions-Selbstregelung. Okay, verhaltensbezogene Beschleunigung. Ist das das hier? Verschmelzung, Entschuldigung. Sanatorium-Upgrade. Verhalten ersetzt entfernte Schwächen durch zufällige Stärken. Was ist denn das Sanatorium überhaupt? Können wir das schon bauen? Ich glaube nicht, oder? Patente. Hawken. Ach hier, das ist eine Spitzenforschung, oder? Ja, das ist ein Spitzengebäude. Und was macht das genau? Behandelt Kolonisten, um Schwächen zu beseitigen. Ja, gut. Können wir jetzt... Ich will ja Forschung pushen. So, er braucht noch ein bisschen Eisen. Kannst du da einsammeln? Die beiden sind noch auf dem Weg. Und hier geht es immer noch nicht los, weil... Ach, du ahnst es nicht. Weil die immer noch damit beschäftigt sind, das Zeug zu transportieren. Leute... Bitte. Was ist denn hier sonst noch so zu tun, dass sie das nicht schaffen? Beziehungsweise wie viel ist denn das? Jeder Haufen sind 15. Das kann ja nur um Jahre dauern. Und vor allem, wenn jetzt noch die Rakete kommt, die noch ausgeladen werden soll, dann ja, schönen Gruß, sag ich mal. Und jetzt hier noch der... Wir haben so viel Beton hier. Sector scanned. Naja gut, aber eh das Lager da unten voll ist, holen wir es halt hoch. Wir werden es jetzt eh gleich verbrauchen. Also, das heißt gleich. Wenn dann mal die lieben Drohnen hier... Warte mal. Kann ich dich auch noch hierhin verlagern? Weil hier oben brauchst du auch nicht so viel Drohnen. Komischerweise geht das, da können sie über die Grenzen hinausfahren.
Na gut, na gut. Er ist am Ausladen. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind noch weitere Stromspeicher. Research complete. Automatisiertes Farmen, das ist gut. Denn damit brauchen wir weniger Leute hier. Und hier, glaube ich, auch. Das macht, glaube ich, einfach mehr... Drücke auf die Upgrade-Taste auf der Gebäude-Infotafel, um den Bau eines Upgrades in Auftrag zu geben. Ja, okay. Automatisierte Farmen. Hier. Upgrade für Farm. Achso, das müssen wir auch bauen, oder was? Ausschalten. Nee. 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 Ach doch, warte mal. Upgrade hier. Ja, ja. Baukost des Upgrades 5 elektronische Teile. Das mache ich natürlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier zum Beispiel mehr Stromverbrauch, mehr Produktion. Das ist jetzt die Maschinenteilefabrik. Die machen wir auch mal. Hier können wir noch kein Upgrade bauen. Hier können wir ein Upgrade bauen. Das heißt aber auch mehr Stromverbrauch. Die Rakete ist da. Das ist gut. In der Zwischenzeit schauen wir mal, ob wir hier für den Strom noch ein bisschen was tun können. Einerseits Produktion, andererseits aber natürlich auch Speicher. Dass der mal das Menü zumacht. Sector scan. Nichts gefunden im Sektor. Das ist natürlich blöd. Also jetzt ist ja natürlich komplette Alarmstufe, weil... Okay, jetzt haben sie zumindest schon mal angefangen, hier Zeug hinzubringen. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wo sind die ganzen... Alter, wo sind die ganzen Typen hin? Wir brauchen auf jeden Fall eine Universität, das ist klar. Warum hat das hier auf einmal das... War das nicht hier oben? Wo sind die ganzen... Hier, die ganzen... Alter, die Geologen, wo verschwinden die gerade denn hin? Sterben die alle? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die sind gerade alle... Oh Gott. Die Frage ist auch mit dem Wasser, wie da der Status gerade ist. Ich sehe gerade, was hier unten das Problem ist. Auf jeden Fall noch ein weiteres oder weitere Lager für Müll. Ach Mist. Kann man das drehen? Nee, ach, hat jetzt ein totes Feld hier in der Mitte. Sector scanned. Anomaly found. Okay, zwei Anomalien gefunden, das ist gut. Wo sind die denn? Da. Aber liebe Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Ihr seht, wir haben viel zu tun. Es läuft, es geht vorwärts, aber halt in kleinen Schritten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Surviving Mars im Space Race. Richtig hinsetzen, Space Race DLC wieder. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.